Ich habe gerade noch schon gesagt, ja, hier kommen, da ist wieder das Internet von den Leuten abgebrochen. Nee, es war nicht. Super. Ja, egal. Also höre ich mich wieder normal an, oder? Ja, alles wieder cool. Gut. Also Aufnahme läuft noch, alles gut. Ja, tut sie. Irgendwas über Zauberlehrlinge, das ist jetzt leider abhanden gekommen. Da könnt ihr nochmal wiederholen, was ihr gesagt habt. Ich habe nur gesagt, dass ich brillentragende Zauberlehrlinge nicht so toll finde. Achso, okay, gut, das war doch drauf. Alles gut. Ja. Nicht, dass die Zuschauer das nicht mitbekommen, das wäre ja schrecklich. Hacken wieder alle Harry Potter Fans auf mir rum. Oh ja, das Oh. Da kann ich aber mit leben. Ist halt nicht so ganz mein Ding. Muss es ja nicht. Also ich bin damit aufgewachsen und ich habe die ganzen Bücher damals verschlungen. Und einen Brief von Hogwarts hat er auch gekriegt. Ja, das haben wir jetzt aber 1000 Mal schon erzählt. Das ist immer noch witzig. Ja. Der kleine Chris freut sich. Ja. Also mit 11 habe ich wirklich an meinem 11. Geburtstag so vorne an der Tür gesessen und gehofft, dass eine Eule kommt, aber kam leider nicht. Deine Eltern haben dich wahrscheinlich für blöd erklärt. Nö, die haben ja auch Harry Potter gelesen. So. Wobei nicht so, natürlich nicht so euphorisch wie ich. Nee, ich habe das ja auch 5 Wochen vorher angekündigt. Jeden Tag. Dass du Geburtstag kriegst? Ne, dass ich bald 11 werde und dass ich dann bald eine Eule bekomme. Ne? Mama, Papa, ich bin dann weg. So von wegen, wir müssen nach London. Könnt schon mal einen Flug buchen. Warum so, nicht? So war ich. Als Kind. Bist du immer noch. Ja, sind wir doch alle. So, Cobblestone-Mauer ist fertig. Jeder, der Kinder selber hat, der kann es irgendwo nachvollziehen. Herrlich. Kinder, ja. Kinder sind toll. Kinder sind super. Ja? Ja, ja. Ich mag meine Kinder. Das ist gut. Wäre auch doof, wenn nicht, ne? Also das wäre dann ärgerlich. Sie sind zwar sehr selten. Aber ich mag sie trotzdem. Mhm. Ich auch. Was ist noch so passiert? Meine Große guckt immer ganz gerne Illusion Gaming. Da, ja, boah, hier, Hammer. Ich glaube, ich habe sie sogar mal erwähnt als Ehren-Illusion. Hast du. Ja. Da war sie auch ganz, ganz happy. Ja? Ich war im Computer. Und jetzt der Papa im Computer. Ja, süß. Sogar mit Sprache. Jo. Und jetzt ist Papa im Computer. Ja. Mensch, der Papa, ne, der kann alles. Der alles kann. So, ich pack mal hier ein paar Steine wieder oben rein. Ach, hier ist noch Erde. Mein Gott, hier ist überall noch Erde und so. Ist mir doch egal. Nee, ist gut, das brauche ich alles. Wollen wir mal schlafen gehen? Ach, Bernd, erzähl doch mal was aus deiner Jugend. Ja, erzähl mal. Oh Gott. Das ist nicht jugendfrei. Das ist... Ich kann nicht so viel aus meiner Jugend erzählen. Also, du hattest keine. Richtig. Ich war ein armes Kind. Nein, also Spaß beiseite. Also ich bin schon ganz gut aufgewachsen. Ich kann mich nicht beklagen. War alles schick, alles gut, alles nett. Mama, Papa lieb, Bruder lieb, alle lieb. Du willst pennen gehen? Warte. Wollte ich, ja. Geht aber nicht. Ich bin in der Höhle und ich möchte jetzt nicht rausgehen. Na gut. Dann klaue ich weiter euer Holz. Tu dat. So. Was willst du hören? Wie bist du zu Illusion Gaming gekommen? Oh ja. Durch Zufall. Ach Mensch, durch Zufall. Über Umwege. Ich hab mir damals Minecraft auf den Rechner gezogen und brauchte so ein bisschen Ideen und hab dann einfach mal ein bisschen rumgesurft, hatte dann irgendwas von einem, irgendwas mal gelesen von wegen, Survival Islands sind doch so cool und probiert's mal aus. Und dann gedacht, okay, probier's mal aus, aber guck's erstmal, was ich damit überhaupt meine, weil ich hatte ja noch überhaupt keine Peilung von Minecraft. Okay. Und hab dann einfach mal bei YouTube Survival Island als Suchbegriff eingegeben. Und da hast du uns damals schon gefunden. Das ist krass. Naja, sagen wir mal so, die ersten, die hatten doofe Thumbnails und mochte ich nicht und hab mir einfach die erste rausgenommen, wo ich das Bildchen lustig fand. Siehst okay. du, das hab ich gemacht und Chris hat gesagt, nee, das ist ja kacke. Stimmt gar nicht. Du hast das Bild gemacht, ich hab's dann noch bearbeitet. Was? Ja, wobei... Nee, das allererste? Nee. Es war damals noch ganz anders. Wir haben damals noch ganz anderes Thumbnails gemacht. Beide Männchen drauf. Genau, ja. Wobei ja. André wenigstens seinem Avatar treu geblieben ist. Ja, absolut. Ich hatte da noch so einen Magier-Typ. Ja, das war der aus Gothic 2. Genau. Sollte Magier sein? Ja, sollte es zumindest. Also ich dachte mal, das war eine Penispuppe oder so.
Nein. Schade, Chris. Habe ich nicht verdient hier heute. Ich fand das nachher toll, als du den anderen Avatar dann, also den jetzigen hattest. Den fand ich dann doch besser. Okay. Ich finde den auch besser. Dieses Magier-Püppchen da, das war irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Chris ist gerne Magier. Ja, ich spiele bei Gothic nur die Magier. Aber wenn man mal zurück überlegt und mal guckt, was wir auf dem Community-Server alles an Avataren rumflitzen hatten, da war der noch sehr human gegen. Stimmt. Ich will mal zu essen. Man bedenke wirklich, ich habe es mir in den letzten Folgen echt nochmal angeguckt, Shadowfighters. Mhm. Erster Skin, ne? Erster Skin, Alter. Also Paul für alle. Da kotzt du ja Regenbögen. Ja, ja. Richtig. Aber die sind wenigstens schön. Oh. Nur sein Face war, naja, ne. Was? Sein Face war störend. Ja, so nett war. Aber total unpassend. Nee, war voll lustig. Der erste Community-Server, der war auch sehr lustig zum Start hin. Hm. Das hat schon richtig Laune gemacht, da zu bauen. Ja, und dann hatte keiner mehr Bock plötzlich. Ja, das ebbte dann irgendwann so ab, aber das ist normal, denke ich. Ich wollte gerade sagen, also ich hatte da ja auch so zwischendurch mal immer mal wieder ein bisschen im Netz geguckt, ne, nach irgendwelchen Servern, wie gut die laufen und so weiter. Wir hatten uns ja auch schon mal dann nebenbei, ich glaube auf dem Server war das sogar, da haben wir uns ja drüber unterhalten, ne, wie kriegt man am besten den Server voll und wie kriegt man Leute drauf. Da hatte ich auch mal ein bisschen rumgeguckt, ne, wie es bei den anderen so läuft. Und ich muss sagen, also ich habe keinen jetzt wirklich öffentlichen Server gefunden, der wirklich gut besucht war. Ja, wobei... Also, jedenfalls keinen, der mir gefallen hat, sagen wir es mal so. Ja, also ich meine, es gibt ja jetzt diese ganzen PvP-Server, also hier Gomme und was nicht alles, da sind ja immer 5000 Leute drauf. Aber das ist halt was anderes, weil wir haben ja wirklich einfach nur eigentlich fast Vanilla, nee, nicht fast, wir hatten einfach Vanilla Minecraft, richtig, ohne irgendwelche Mods und man musste irgendwie klarkommen. Und am Ende hat man ja gesehen, dass es nicht bei jedem gut geht. Und das lief so lange gut und deswegen bin ich auch total stolz darauf, wie das, wie die Community zu dem Zeitpunkt zusammengehalten hat, ne? Es war halt irgendwie... Es hat unheimlich Laune gemacht, es hat unheimlich Spaß gemacht, also es war echt cool. Weil letztendlich hätte jeder alles abfackeln können, es wurde einfach nicht gemacht. Es war einfach, die ersten, was weiß ich, 30 Leute, die drauf waren, waren echt korrekt. Ja, dann nochmal ein ganz großes Dank an alle Leute, die damals dabei waren. Ja. Also, Hut ab, geile Truppe auf jeden Fall, immer wieder gerne. Finde ich auch. Müsste man eigentlich mal so aus Spaß die meisten wieder zusammentrommeln und an einem Abend einfach mal auf einen Server gehen und einfach ein bisschen, was weiß ich, ja, einfach mal so ein bisschen dabbeln, ein bisschen bauen, ein bisschen auf den TS und dann puzzeln. Ja, eigentlich eine gute Idee. Sollte man mal in Angriff nehmen. Stimmt. Wird nicht klappen. Naja, mit allen auf jeden Fall nicht, nee, mit allen nicht. Ja, aber so ein paar sicherlich. Auf jeden Fall. Ich fand das auch lustig damals, auf dem ersten Community-Server habe ich, ich geiste ja überall immer als Bernd Trist rum, das ist schon jahrelang Spitzname bei mir. Ja. Und ich habe das auch als Spitzname bei Facebook eingetragen gehabt. Ach so. Hm. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da hatte ich auf einmal nach der ersten Community-Folge auf einmal ein paar Abonnenten auf Facebook. Da was ist jetzt los? Ja. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ja, war lustig, war echt lustig. Letztens wurde auch... ein Stück davon hängen immer noch an mir. Geil. Letztes wurde, wer war das? Ein Cousin von dir, ne? Der Kotzul, der Kumpel von meinem Cousin. Ach so, Der, wurde vor längerem schon mal angeschrieben und meinte, du bist doch der Chris von Illusion Gaming. Und er meinte dann, nee, bin ich nicht. Was willst du von mir? Doch, doch, du bist das. Und du hast wohl viel damit zu tun. Und immer wenn man dich googelt, dann findet man dich und du bist das. Ich erzähl's auch keinem. Das ist geil. Kannst ruhig zugeben. Naja, lustig. Ich bin Batman. Ja, stimmt. Wusste es. Ah, es wird hell. So langsam. Ich kann mich wieder raustrauen. Kannst du auch einfach... Eisen nehmen und Rüstung bauen. Ja. Alles, steht dir alles zur Verfügung. Ja, ich habe mich gerade schon ein bisschen bedient. Es ist sozusagen genauso wie der, wie das Lager auf dem Community Server 1. Richtig. Komplett leer, aber du darfst dich gerne bedienen. Ich war ja schon in der Mine, danke. Ach ja. Wir brauchen eine neue Redstone-Tour. Ich habe hier schon wieder so viel Redstone gefunden. Mach eine auf dem Dachboden. Alter, hey, Redstone ist genauso wie Sand, ne? Keine Ahnung. Ja, vor allem wir benutzen es einfach nicht. Ja, wie auch? Ja. Du mit deiner Kack-Oder-Schar, du bist ja immer noch fertig. Verdammt, ich war angetrunken, als ich die versucht habe zu bauen.
Ey, man, gibst das zu. Ja. Ach, apropos, wo du gerade Redstone sagst, wie hieß er denn noch auf, wie heißt denn sein Avatar? Hier, der auf Community Server 2 den Magierturm gebaut hat. Noob at Work. Richtig, Noob at Work, der hatte mich übrigens angeschrieben und gesagt, wenn ihr jemanden braucht für Redstone-Schaltungen, schreibt ihn an, er hat im Moment genug Zeit, er sitzt in Afghanistan. da kann man das mal machen, ne? So sind für die Bundis. Ja, ich schreib ihn mal an. Mach das mal. Ich hatte ihm nämlich mal die Folge gezeigt, wo Chris die Redstone-Schaltung hier unten im... Wie gesagt, ich war angetrunken, ich kann das normalerweise besser. Da hat er gesagt, ich soll euch doch mal Bescheid. Vor allem, Er hat auch gesagt, er lacht nicht. Nicht öffentlich. Das ist nett. Vor allem, ich versuche mir das gerade vorzustellen, er sitzt in Afghanistan und dann schickt er all seine Kameraden und ist, ey, ich nehm auf! Geht mal an die Front oder so. Glaub mir, ich kenne den lang genug, der wird dann bringen. Oder er sitzt da und schreit irgendwie, Krieg, Creeper oder so und alle drehen da voll durch, was, wo und keine Ahnung. Es ist explodiert, das ist total blöd irgendwie. Ja, ist eigentlich nicht so lustig. Aber irgendwie schon. Nein. So, jetzt gut. Contenance, meine Freunde. Was? So, ich habe jetzt jeden Stein und hier ist ja schon wieder Erde. Hab ich das hier gelassen oder schmeißt hier immer jemand heimlich mal so ein bisschen rein, damit ich immer jedes Mal wieder losrenne? Bin auch kein... Ja. Wir werden angegriffen, halt die Schnauze, ich nehme auf. Find das immer noch geil. Das ist Elish Gaming, Mann! Okay. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich finde nicht mehr raus. Aus Afghanistan. Ja. Mich zugebaut hier. Aber jetzt ist ja alles sicher, ne? Ich meine, wir haben jetzt die geilste Verteidigungsministerin der Welt. Ich meine. Ah, hier, Flintenuschi! Ich meine, Frau, die kriegt das hin, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die kommt da mit einem... Familienfreundliche Bundeswehr, also ne? In jede Kaserne ein Kindergarten. Ja, auf jeden Fall. So. Und wenn der Kindergarten voll ist, darfst du dein Kind Huckepack nehmen beim Exerzieren. Und wenn dann die Taliban kommen, dann müssen die auf die stille Ecke, ne? Das ist ja auch klar. So böse. Kinder fahren gerne Bahn. Also Taliban ist dann... richtig geil. Flachwitz auch. Oh ja, der ist echt flach. Kinder fahren mit Taliban. Ach du Scheiße. Der ist sogar für Legion Gaming flach. Der ist ganz schön makaber eigentlich. Das auch, ja. Aber ist ja alles erlaubt auf YouTube, habe ich gehört. Ja, klar. Mhm. Ist klar. Deswegen darf ich mir auch keine Musikvideos angucken. Richtig. Dann musst du dich bei der GEMA bedanken. Ja. Ist auch ein toller Verein, die mag ich gerne. Habe ich eigentlich erwähnt, dass die GEZ mir geschrieben hat? Ja, hast du. Sie möchten doch bitte Geld von mir. Ja. Ich schreib dich auch mal an, ich möchte auch Geld von dir. Ja? Ja. Ja, ich schreib dich an. Ihr als YouTube-Großverdiener. Oh. Naja. Ich wünschte, es wäre so. Ja. Ich meine, die paar Millionen, die wir da jetzt verdienen, das macht den Sack jetzt, oder das lohnt auch nicht, ne? Also. Ja, ich meine, das geht halt nur für einen Tank drauf, ne? Ja. Vom Jet. Ja, vom Jet. Genau. Vom Millischem Jet. Aber den benutzt ja nur du. Ja, na und? Willst du jetzt kauf dir doch noch einen. Noch einen? Was soll ich denn mit drei? Ja, hast du auch recht. Müssen wir noch einen neuen Hangar kaufen. Oh. Kennst du eigentlich Größenwahn? Nee. Was ist das? Nee? Weiß nicht. Hat man mich mal gefragt. Ist größer als der Wahn. Ja, so in etwa. Kies. Nee, Kies kann ich nicht gebrauchen. Jetzt ist wirklich nichts mehr hier. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel drin. Doch, da sind noch zwei Fichte. Reicht. That's enough. André, du hast doch bestimmt ganz viele Steine, oder? Was habe ich? Steine? Ich glaube nicht. Du bist doch da unten am Buddeln. Bin ich? Ja. Nee, das ist Quatsch. Ich hole mir mal die Steine. La 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 la. So, was ist sonst so passiert letztens? Ging irgendwas durch die Nachrichten? Ich weiß es gerade nicht. Poro
Schinski, hieß sie so? Ich weiß nicht, wie du meinst. Jetzt bin ich wieder bei Politik, ey. Nee, anderes Thema. Naja, ich wollte halt nur sagen hier, wie heißt denn jetzt die ukrainische Ministerpräsidentin da? Das ist ein Typ. Nein, das ist doch ein Mädchen. Mädchen vor allem, kleines 12-jähriges Mädchen. Das macht, jetzt macht Sinn. Jetzt weiß ich, warum das so abgeht. Wo bist du hier? Du bist gar nicht da. Wo bin ich? Du bist gar nicht bei der, in der Todeshalle. Oh, schade. Wo bist du? Ah, ist Niki da vorbeigehuscht. Ich krieg dich. Was? Er ist entflohen! Hab dich gefunden. Das war jetzt doch relativ einfach. Danke. Komm ruhig an. Ich mach dich kaputt. Erstmal die Steine. Ey, verpiss dich. Seit wann sterben Hühner, wenn man auf sie draufhält? Das hab ich auch noch. Du brennst komischerweise. Weiß ich nicht. Das ist mir auch neu. Du bist draufgesprungen, ist es gestorben? Ja, ich bin in den Hügel runtergefallen und dann hörte ich noch einen Kakak und dann waren EP-Prügelchen um mich rum. Ups. Okay. Ich tritt auch immer auf Hühnchen. Also ich wollte gerade sagen, ich mach das immer in echt, da passiert gar nichts. Das ist total okay. Oh, heute, ne? Was denn? Ich war mit dem Auto unterwegs, hier mit dem Cabrio, ne? So geiles Wetter ausnutzen und so. Mhm. Echt? Du hast das Cabrio gekriegt? Ich fahre da derzeit nur mit rum. Also es ist derzeit sozusagen mein Zweitwagen. Ach Mensch. Es ist nicht mein Wagen, aber es ist egal. Auf jeden Fall fahre ich dann da so mit, keine Ahnung. Warum sagst du mir nicht Bescheid, machen wir eine Spritztour, ey? Ja, können wir machen. Komm einfach rum. Ja. Morgen. Was wollte ich jetzt sagen? So, ich war auf der Autobahn unterwegs und steht plötzlich, da war gerade rechts keine Leitplanke, ne? Da ging es einfach aufs Gras zu und da stand einfach ein Reh. An der Autobahn. Es war kein Wald in der Nähe und guckt die ganze Zeit die Autos an und steht wirklich schon auf diesem Seitenstrich. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich, und ich hab halt einen Herzinfarkt bekommen. Und dachte so, ziehst aber auf die linke Spur. Naja, hab ich nicht gemacht, aber keine Ahnung, das habe ich noch nie erlebt. So im Wald, klar, aber mitten auf der Autobahn. Ja. Fand ich krass. Ja. Mhm. Jetzt? Das war's. Ach so. Ich meine, ich hätte tot sein können. Ja, ja. Was wäre aus dem Division Gaming geworden? Das wäre schlimmer mal Dreh gewesen. Ja, das wäre auch, ja stimmt. Ja, hättest du zumindest noch vorher angerufen, hätte ich das Reh zum Braten gemacht oder so. Ich wollte es jetzt nicht laut aussprechen, aber ich muss gestehen, ich hatte auch dran gezogen. Das arme Reh. Seid ihr etwa nicht Vegetarier? WG was? Eisch. Ja, das sehe ich ähnlich. Leider. Ich würde ja gerne deswegen, ohne. Deswegen konnte ich die Zombies in Walking Dead auch gut irgendwo so ein bisschen konnte ich das alles nachempfinden. Ja mein Gott, Walking Dead ist zu Ende. Das glaubt mir bis heute glaube ich keiner. Ach stimmt, The Walking Dead, ey. Heul. Ja, das Ende war hart, ne? Also ich an deiner Stelle, Chris, ne? Ja. Hätte ja noch, wäre ja noch drauf eingegangen am Ende, dass ich, als ich das durchgespielt habe, mich ja bei dir ausgeheult habe. Ja. Da wäre ich ja noch drauf eingegangen. Also ja. Wenn ich jetzt Walking Dead gespielt hätte, du hättest, dann hätte ich dich noch voll damit aufgezogen. Ich habe eigentlich drauf gewartet. Ja, ich wollte, ne? Deswegen hast du es dir auch nur angeguckt, oder was? Ja, klar. Deswegen ich dachte mir, komm, wenn der reißt dich jetzt noch voll rein. Nee, ich hab's gelassen. Warum? Ja, weiß ich nicht, wollte nett sein. Ach,